Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. So, in der letzten Folge haben wir unsere Flotte aufgebaut. Da habt ihr ein bisschen die Flottenplanung und sowas kennengelernt, beziehungsweise Schiffsbauplanung. Ja. Und jetzt fangen wir an. So. Eigentlich sieht man ja schon. Das wären so die Butte, also das sind eh immer meine Lieblingsbündnispartner, vor allem der Italiener. Deswegen versuchen wir den gleich ins Boot reinzuholen. Wir machen sogar momentan, trotz dass alle Regler auf 100 sind, und wir bauen 5,1 Millionen plus. Das ist sehr gut. So. Oh, Armor Quality haben wir auch schon jetzt. Passt. Ja, da kriegen wir gleich richtig gute Texte am Anfang durch. Der Rest ist jetzt mal uninteressant. Dann legen wir mal los. Ihr seht hier, ist quasi unser Geldbeutel. Hier ist die maximale Tonnagenanzahl von Schiffen, die wir bauen können. Also das größte Schiff darf jetzt gerade 12.000 Registertonnen haben. Was wir bauen, aber da kommen wir eh noch nicht dran. Ja, ja, die ganzen Seepassagen. Und das hat sogar geklappt, direkt am Anfang. Das ist ja ein wunderbarer Start. So, gehen wir gleich auf Armor Quality. Auf U-Boote werde ich nicht so gehen. Ich finde, die sind okay. Aber ist jetzt nicht wahnsinnig was. Weil die fressen wahnsinnig Forschung. Schlussendlich kann man nicht mit denen kämpfen. Also halt selber. Sondern das sind dann immer automatische Kämpfe. Das heißt, man hat da recht wenig Einfluss drauf. Und wenn der Gegner halt einfach einen gewissen Tech hat, ja, wird es relativ witzlos. Dir geht halt ein Arsch voll Tech-Punkte flöten. Weil wenn du dich darauf konzentrierst, sind am Anfang gut, ist nur einer von den dreien, die du hast. Aber danach wären es dann zwei und die musst du dauerhaft durchpumpen, dass die U-Boote wirklich auch was bringen. Und mehr. Ah, da haben wir noch gar nichts freigehalten. Was ist Gott. Ja, wenn man dann mal wieder in den 20er Jahren spielt, dann hat man einen komplett anderen Textstand. Das ist mir komplett anderes gewöhnt. So, und ihr seht, unser Monthly Balance wächst und wächst, weil gerade unsere Transportflotte wächst. Und je mehr Transport an Land hat, desto mehr Waren können die hin und her schieben. Je mehr Waren hin und her geschoben werden, desto mehr kann natürlich auch im Land produziert werden. Ja, ihr seht, wo das hinläuft. Fast Torpedo Propulsion, das brauche ich auf jeden Fall. So. Na, guck mal, ob es nochmal so gut klappt mit Italien. A Trade Agreement. Ah ja gut, das ist halt ein beschissenes Trade Agreement, aber wir wollen ja uns mit Italien gut stellen, da beißen wir einmal in den sauren Apfel. So, Torpedo sei es auch gleich mit, das ist ja wunderbar. So, wir ärgern ein bisschen den Franzosen. Müssen wir nur aufpassen, können wir am Anfang nicht die ganze Zeit durchpushen, weil die Unruhe geht hoch und Naval Prestige runter. Eigentlich beides, die man Unruhe auf Null haben will und das Prestige natürlich so hoch wie es geht. Ja. Aber es hat geklappt. Die mögen uns schon nicht mehr so. Wie wir es auch noch machen können, ist aber ein bisschen umständlicher. Müssen wir dann die ganze Flotte oder Flottenteile von uns hier überall nach Afrika und sonst wo rumschicken.
oder nach Asien und dem Franzosen dann ein bisschen auf den Sack gehen, indem wir vor seinen Häfen rumtigern. Kostet uns aber mehr Geld. Deswegen machen wir sowas eher nicht. So. Aber was wir probieren, natürlich wieder die Beziehung zu Italien verbessern. So, sehr schön. Na, hat nicht geklappt. Den Motor können wir gleich verbessern. Ja, die Anfangsmotoren sind eh alle scheiße. Von daher macht das nicht viel aus. Bin dann mal gespannt, ob wir eine Minor Nation als Verbündeten kriegen. So, was bringt das? Ja, nee. I don't like. Ja, wie ich es vorher gesagt habe, das heißt vorher, in der ersten Folge, wird es jetzt erstmal nur Politik, Tech und Wirtschaft sein, was wir jetzt hier auf der Karte so ein bisschen durchdrücken. Ja. Also, ja, nee. Wahrscheinlich mal erst Kontrolle. Der Motor ist noch nicht so wichtig. Das ist schon mal besser. Und da gibt es die 22er Mark II. Sehr schön. Nur politisch sieht es momentan echt mau aus. Wir können das jetzt nochmal versuchen, den Franzosen so ein bisschen zu ärgern. Hat's geklappt. Wunderbar. Ist schon einiges los. So, jetzt gehen wir auf den Motor. Also ich will auch jetzt zu früh, also nicht zu früh im Krieg eintreten gegen oder überhaupt in irgendeinen großen Krieg, weil ich habe unsere Flotte ja minimal aufgestellt. Das heißt, wenn wir mal Pech haben und einige Schiffe verlieren, einen langen Krieg halten wir nicht durch. Dann können wir gucken, wie wir wirtschaftlich gerade stehen. Wir sind bei, ja, 14 Milliarden GDP. Ja, wir gehören eigentlich zu den oberen. Ja. Ja, wobei eher so im Mittelfeld gerade.
Und Griechenland hat sich selbstständig gemacht. Das gefällt mir nicht. Ich muss mit Italien das auf jeden Fall hinkriegen. Weiter durch. Jetzt müsste dann auch bald die Erweiterung für den für die Werft durch sein. Fehlt wieder. Erster Plan, nenne ich es jetzt mal, wird sein, gegen Ende 1890, also 1899, ja, eine Komplettmodernisierung durchzuführen. Sprich, wir werden dort schauen, dass wir alles an Schiffen, was veraltet ist, einstampfen, also gar nicht versuchen zu modernisieren, sondern komplett einstampfen und die Flotte auf ein komplett neues Niveau heben. Sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, was ich mal nicht hoffe. Aber immerhin hat das jetzt mit Österreich-Ungarn funktioniert. Wir müssen mal weiter. Österreich-Ungarn da. Und ja, am Anfang ist das Spiel langsam, nenne ich es mal. Ich fände es halt besser, wenn man jetzt hier nicht erst die Bedrohung, nenne ich es jetzt mal, hier erhöhen muss, um Krieg zu erklären, weil jedes Land kann jederzeit jedem Land den Krieg erklären. Ja. Klar wird es hier drin balance-technische Gründe haben, warum sie das so machen. Aber ich finde es halt doof. Also da sollte es so einen Knopf geben. Und ich. Ja, die zweite Folge ist ja schon wieder durch. Dann sehen wir uns in der dritten wieder.